Es ist endlich Wochenende. Woo! Wir machen einen Ausflug und jetzt, Sarah ist ja in so einem PKIP-Kurs und hat dann einen ganzen Haufen Mütter kennengelernt. Die haben mir gesagt, dass es hier für tolle Sachen gibt. Ja, super cool. Hey. Eine Sache ist, dass es hier um die Ecke wohl einen ganz tollen Wochenmarkt gibt, zu dem wir jetzt hier gehen, um Frühstück zu essen. Und danach fahren wir auf die Pfaueninsel. Und wie kommt man auf die Pfaueninsel? Mit dem Boot! Genau, wir fahren heute mit dem Boot auf die Pfaueninsel. Mit dem Bein stehst du drauf und mit dem Bein stellst du dich dann nach hinten auf, okay? Super. Mit den anderen Füßen drauf. Super. Ja, jetzt rollst du alleine. Super cool. Wir gehen jetzt auf den Markt. Wir haben ja gehört, dass in der Nähe von der Wilmersdorfer Straße ein Markt sein soll, der super beliebt ist bei den Charlottenburgern und wir kannten den noch gar nicht. Und jetzt schauen wir uns den auch mal an, mal sehen. Und heute Nachmittag wollen wir eigentlich Schiff fahren, aber diese ganzen Touri-Fahrten, die beginnen erst nächste Woche. So lange haben die einfach noch Winterpause. Und jetzt haben wir uns überlegt, wir fahren einfach so ein kleines Mini-Stück Fähre und fahren rüber auf die Pfaueninsel. Waren wir im letzten Jahr oder vor 2 Jahren auch schon mal, das war super, super schön. So, Magnus' Fahrrad mussten wir zurückbringen, wollte er nicht mehr. Skateboard mussten wir zurückbringen, wollte auch nicht. Und zum Schluss steht jetzt auf dem Brett. Ich sehe den Markt. Das heißt, es gibt bald was zu essen. Ja! Ja! Ein Cappuccino und ein schwarzer Kaffee. Danke. Das ist ganz cool, der Typ, wo wir ihm den Kaffee geholt haben, der macht sowas, das heißt Suspended Coffee. Das heißt, man bezahlt einen Kaffee extra und man trinkt ihn aber nicht. Und dann kann ihn ein Obdachloser holen oder jemand, der nicht so viel Geld hat. Das ist auch eine Idee. Hallo. Was möchtet ihr dann? Schoko. So. Ja, das ist die Falle. Vielen Dank. Schmeckt lecker? Hast du gesehen, wie er das gemacht hat? Aber anders, also alles, als was du bis jetzt immer gesehen hast, auf den ganzen Weihnachtsmärkten. Ich hätte gedacht, Papa! Kannst du rausklappen? Ich würde gerne noch die letzte Straße hier reingehen. Super, Daddy schiebt jetzt den Kinderwagen. Das müsste mal öfters so sein. Julius mit den dreien unterwegs und ich gehe ins Wellnesscenter oder so. Wir fahren mit der Opa gut. Das mit dem Markt hat mir echt gut gefallen. Das ist so geil, was man so für leckeres Zeug kaufen kann. Man kann ja von diesem riesen Auto halten, was man will, ja, ob das jetzt schön ist oder nicht, aber schon so praktisch ist, dass du den Kinderwagen einfach komplett einmal reinkriegst. Es gibt so einen historischen Bus, der fährt von der Straße bis zur Pfaueninsel. Der nächste kommt aber erst in 20 Minuten. Und deswegen haben wir beschlossen, dass wir eine Station laufen. Vater mag nicht so geschaukelt werden. Ich musste eben tierisch rennen, weil die Bushaltestelle war so weit weg. Und wenn wir den Bus verpassen, hätten wir eine Stunde auf den nächsten warten müssen. Guck mal, was Tilda da macht. Wir sind fast da. Wir warten gerade auf den Bus. So, hier haben wir die Antwort, warum das Ganze Pfaueninsel heißt.
ein schönes Ausflugsziel, oder Sarah? Ja. Pfaueninsel? Ist auch schön mit den Pfauen. Sag mal, wo sind denn unsere Kinder jetzt da unten? Ist auch schön mit den Pfauen, das muss ich echt sagen. Nur sind das echt zu viele Leute. Jetzt in die Wurstbraterei. Da gibt es für alle Wurst und Braterei. Gar nicht scharf. Doch, aber das. Ach, danke schön, Mama. Ein bisschen scharf, so wie Chili-Soße. So, jetzt bin ich wirklich glücklich. Ich habe mir noch Donuts geholt. Und ein Brownie für Sarah. Es ist jetzt, glaube ich, 5:30 und ganz im Ernst, ich bin echt fertig. So ein Tag ist wirklich anstrengend. Erst auf dem Markt, dann das Gerenne, dass wir den Bus kriegen. Hier am Zoo. Es war echt ein schöner Tag, wirklich viel, haben viel gemacht. Aber jetzt bin ich echt fertig. Und ich freue mich auf zu Hause. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns bald wieder. Auf jeden Fall Kanal abonnieren, oben rechts. Sagt ihr beide tschüss. Tschüss.